Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich grüße euch und heute am Sonntag wolltet ihr ja Forza sehen. Ja, ich habe eine Umfrage reingestellt, was soll ich heute Nachmittag zeigen und ja, doch ziemlich deutlich kam bei euch Forza zum Tragen und deswegen mache ich das erstmal und vielleicht ist auch später noch Modok dabei, er ist noch gerade am Runterladen und ja, mal gucken, ne, ob das so klappt. Erstmal bin ich auf der Insel. In Break ist der erste. Yeah, Forza. Ich habe mir auch jetzt diesen ganz neuen Porsche genommen. Ja, 4D2 ist auch am Schlüssel. Ups, weg ist er. Und zwar den Carrera S 911 aus dem Jahr 2019. Ein ganz, ganz aktuelles Fahrzeug, was es wahrscheinlich noch gar nicht so richtig gibt. Aber ihr könnt das gerne in den Kommentaren reinschreiben. Hier bin ich erstmal auf Fortune Island. Und vielleicht bin ich nachher auch auf der Hauptkarte wieder unterwegs. Müssen wir mal schauen. So. Ah, Spielverbot ist auch da. Ja, ja, oder Bobby. Komm, gehen wir erstmal zurück. Ui, ich bin nicht alleine. Achso, was ich gucken wollte. Maxi Club. Es ist ein Mitglied gerade unterwegs. Bin ich das vielleicht? Und warte mal, ich muss nochmal schauen. Wo war denn eigentlich nochmal hier dieser ganze Bereich? Freunde einladen. Hier, 47 Spieler sind jetzt momentan hier auf dem Server. Mal sehen, ob hier noch ein anderer von uns irgendwie dabei ist. Gucken wir einfach mal. Mann, da haben ja welche schon Level 156. 217. Also sind schon echt extreme Forza-Spieler hier dabei. Über 200 war jetzt das Höchste. Gut, aber wir werden jetzt die ein oder andere Runde machen. So, der Gerd ist auch da. Murdoch, ne, ist ja auch da. Er lädt ja noch runter. Abgefahren, der Joker, Leon, Wolf-Tiger. Und ja, wir werden heute auch noch Battlefield spielen, ja. Das machen wir. So, wir werden mal schauen. Hier vorne ist, glaube ich, ein neues Rennen. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Boah, Junge, 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 Junge. Wenn es so laut ist, müsst ihr mir ja mal sagen. Junge, Junge, Junge. Der ist aber verdammt böse, der Wagen. Böser Porsche. Okay, dann lass die Rennen beginnen. Bist du bereit für eine große Meisterschaft in diesem Frühling? Ja. Was rede ich da? Du hättest dich sonst ja gar nicht angemeldet. So, einer will einen Bundle riskieren. Ach, gucke mal an, ich müsste mit einem anderen Auto das fahren. Ah, nee, das ist ja richtig doof. Nee, das machen wir nicht. Kann ich nicht ein eigenes Auto nehmen? PvP? Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich dieses Rennen doch machen, ne? Aber pass mal auf, wenn wir Porsche fahren, im Besitz, dann lass uns doch hier diesen Turbo S erstmal nehmen. Dann fahren wir mal den hier. Und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Porsche. Welche Lackierung nehme ich denn eigentlich? Oje, oje. Ah, die würde ganz gut passen zu denen. Oder die hier. Oder die. Ach, die hier, komm. Die nehmen wir jetzt. Auswahl und losgehen. So, jetzt geht's erstmal richtig los. Die haben ja irgendwelche Tänze rausgenommen, weil quasi hier Forza oder die Entwickler ein bisschen Angst hatten, dass jetzt irgendwie auch. Warum geht denn hier der Motor auf? Doch, der Motor müsste hier vorne dran sein, ne? Bei dem.
Ah, ich weiß nicht. Komm, lass uns einfach hier loszuladen. Loslegen. Wir lassen den Schwierigkeitsgrad. Und nachher werden wir den neuen Porsche nehmen. Ach, guck an. Die üblichen Verdächtigen sind hier vor mir. Also, ist schon ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal Forza gespielt habe. Ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Das ist aber eine typische Ausrede, ne? Hau doch mal ab, du Ei. Komm ich nicht vorbei hier. Der ist ja ein bisschen zickig, der Wagen. Ja, vielleicht schaffe ich es hier ein bisschen anbremsen. Ja, ihn habe ich überholt. Ich will wenigstens unter die Top 3 kommen. Und wir müssen 5 Runden hier fahren. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht habe ich mich dann an die Runde ein bisschen gewöhnt. Also ich kann jetzt nicht auf den Chat achten irgendwie. Freunde. Knappe Sache. So, Platz 5. Aber es ist auch mal interessant, so einen Porsche hier zu fahren, so einen alten. Sehr, sehr interessant. Ah, ein bisschen berührt. Oh ja, ich habe auf jeden Fall. Die hängen mir an der Stoßstange. Ach, das ist. Also wirklich, Forza ist ein richtig geiles Spiel. Sehr, sehr hübsch. Oh. Soll ja dieses Jahr kein Forza-Teil irgendwie rauskommen. Kein Forza Motorsport 7. Erst nächstes Jahr. Also wir wollen da ein bisschen mehr Platz und ja, Zeit. Naja, nicht sparen, aber was wollen sie denn jedes Mal beim Motorsport neu rausbringen, ne? Dann machen sie hier bei Horizon natürlich irgendwann mal noch DLC rein. Dass die Leute da weiterspielen. Zum Beispiel vielleicht Deutschland, weiß man's? Keiner weiß es. So, jetzt versuchen wir mal. Bei denen ein bisschen aufpassen, dass er nicht so aufschaukelt. Was ich immer so verpasse ist, dass ich zu spät bremse. So, letzte Runde? Ne, 4. Runde, oder? Ja, ja. Vielleicht schaffe ich es da drüben. Ja, ich komme schon ein bisschen besser klar mit dem Wagen hier. Kann ich jetzt rausbeschleunigen? Oh, ich komme nicht. Ich schaffe es nicht. Oh doch, er zieht, der Porsche, er zieht. Ah, oh, herrlich. Hier nehme ich einfach nur ein bisschen Gas weg und wieder Vollgas. Werden wir mal die Meisterschaft gewinnen oder werden wir sie nicht gewinnen? Das ist eine gute Frage. Ja, kein Fehler machen hier. Oh, hinter mir sind sie. Aber ich sollte es schaffen. Wow, supi! da ist wohl jemand ein bisschen nicht so in News. Ja, wie gesagt, wer nicht Forza gucken will, der muss es nicht. Also, ja, unser Moses hat schon lange nicht mehr Forza gespielt. Platz 3 hat er trotzdem geschafft. Und da haben wir nochmal den Let's Play Noob. Den kennen wir ja. Naja. Und da haben wir die ersten 20 Punkte.
Also für PC-Spieler kostet der Online-Modus gar nichts. Ne? Ich glaube nur für Konsolen, die müssen ja so eine Goldmitgliedschaft haben. Irgendwie sowas in der Art. Hubsbär ist auch da. Der Duisburger und Jan O. Alles klar. So, wir sind auf Level 38. Gucken uns an. Wer sich wundert, warum jetzt hier keine Musik läuft, der ist ganz logisch. Weil, ja, ja. Das ist, YouTube will das nicht so. Und dann, ein Alpha und ein Subaru WRX. Okay, und Not. Ah ja. Rumba Lotte Fortune ist auch da. Island Schatzsucher in Runde 7. Hört gut zu, denn ich werde es nur einmal sagen. Dieser 80er Lambo war den Dreck nicht gewöhnt. Trotzdem ist er unbeschadet durch den Wald gedröhnt. Aha. Okay. Ich habe hier nur das erste gefunden. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich verstehe auch die Rätsel nicht. Ist mir zu hoch. Das ist für alle, die sich nicht für Runde 7 der Inseleroberung qualifizieren konnten. Ja? Gehört ihr dazu? Habt ihr auch andere Rennen zu gewinnen? Na, wenn du nachher dann am Schlüssel bist, dann und das alles klappt. Ene habe ich Schatzkiste schon gefunden, gleich im Hauptquartier. Aber gut, hier ist abgeschlossen. So, warte mal, jetzt muss ich hier hinfahren. Ja, genau, da muss ich hinfahren. Was ist das jetzt eigentlich? Ne, wir fahren erstmal das hier. Wollte eigentlich mit meinem anderen Porsche, aber ich muss ja mit diesem Porsche hier erstmal langfahren. Oh, falsch rum. Oh, guck mal hier, der Typ macht ja auch dieses Rennen. Oh, oh Baby. Ja, heute Abend soll es ja nochmal eine Runde Battlefield geben. Dann gucken wir mal, ob wir da alles hinkriegen. Oh, schlechtes Wetter hier. Sehr schlechtes Wetter. Abgefahren hat noch ein bisschen Hunger, na dann ab. Attacke Ü. Das mag ich es auch. Genau. Ach, Tüßchen. Ja, fährst du quer, siehst du mehr. Das ist klar, ne? Kommt daher Marcel, grüß dich. Ist doch eher so von Rumba Lotte, ne? Der Spruch hier. Ja, ein bisschen schwach auf der Brust ist er aber. Das macht nichts. Fahren wir zum nächsten Rennen. Und hier hin. Alles klar. So. Lalalala. Ach, Patty ist auch da. Den E96 soll ich mir gönnen. Ich fahre mit Controller. Forza ist ein Controllerspiel. Weil das macht keinen Sinn. Ich habe da keine 300 oder 900 Grad Lenkung. Das hat alles keinen Nährwert. Deswegen reicht das. Ach, Mann. Oh, warte mal, ich muss mich erstmal ordentlich hinsetzen hier. Ach, 27 Grad, heiter. Die Frisur sitzt. So, okay, weiter geht's. Ich dachte schon, wir müssen heute eine Runde Watch Dogs spielen. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Nicht mehr heute, aber die nächsten Tage. Da liegt er ja richtig gut hier auf der Strecke. Die mag er aber. So darf ich nicht vergessen, hier das Tür anzubremsen. Ah, komm ich ran. Ja,
vorbei. Ah, Entschuldigung. So ein kleiner Rempler geht immer. Aber es ist echt eine Strecke für den Porsche, muss ich ehrlich sagen. Das ist, da verhält er sich sehr, sehr gut. Und die erste Runde haben wir gleich geschafft. Und wir sammeln wieder Erfahrungspunkte. Konzentration. Also von uns sind ja auch einige Leute hier aus der CML, die hier Forza haben. Könnte man durchaus mal so ein Community-Rennen machen. Ich weiß gar nicht. Man kann ja irgendwie nicht hinterher joinen. Das muss man ja irgendwie einladen oder so einen Schnickschnack machen. Oh, kommt vom Kopf rein hier. Vielleicht wird sich ja der eine oder andere wiedersehen hier. Das war ein bisschen übertrieben. Boah, da kommt der dann ange... Hau ab, du Ei. So, zweite Runde. Ah, das läuft doch wie ein Länderspiel. Wir haben es gleich, jetzt die letzte Runde. Ah, bisschen quer gefahren. Ach, der Karl Sammler ist auch mal da. Grüß dich. Mein Gott, jetzt so auf dem Armbrunnen geruht. Mach aber auch Druck hier hinter mir. Ja, für die Hardcore-Leute, die können natürlich hier die Bremshilfe. Können es natürlich ausmachen. Kriegt da noch mehr Punkte, aber wie gesagt, ich spiele es zu selten, um hier zu wissen, wo, wann ich am besten bremsen sollte. Und es gibt ja Leute, die stellen dann jeden Parameter für sich ein. Ob nun die Beschleunigung selber schalten und. Das kann man ja alles machen. Leider noch viel besser. Aber ich will einfach nur Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Komm. Kleiner Blubberkasten hier. Den habe ich auch nicht getunt, nichts gemacht hier. Ich habe nur die Lackierung dran. Oh ja. Würde ich sagen, war ganz gut. Ich habe einige Videos mit, mit Moses, mit Toni angeguckt, ja, also das ist eine, wo er jetzt eine Revolution plant, aber sein letztes irgendwie mit Face oder Wache, keine Ahnung, das habe ich glaube noch nicht geguckt. Stimmt, da war irgendwas gewesen. Naja, wenn es funktioniert, na, warum nicht, ne? So, der Lack hat mich abonniert, danke dir. Naja, mit Gold solltest du, kannst du hier hochfahren. Super! Wir haben etwas Großes für die Fortune Island-Entscheidung aufgefahren. Mehrere große Dinge sogar. Halt Ausschau nach Hashtag Leviathan und Hashtag Kraken. Aha. Okay. Warte mal, kann ich nicht hier irgendwie... So, pass auf. Das Rennen. Welches Rennen habe ich jetzt gemacht? Ach, ich hätte das Rennen machen müssen, ne? Habe ich das Rennen jetzt gemacht? So. Welches Rennen habe ich denn jetzt gemacht?
Jetzt muss ich mal überlegen. Alfind oder so, Games. Danke für den Abo. Was muss ich jetzt eigentlich fahren? Um das hier richtig durchzusehen. Kann man das eigentlich auch per... Hier, Blitzen, haben wir ja alles schon gemacht, ne? Abgeschlossen. Song P abgeschlossen. Das abgeschlossen. Hier sagt er mir jetzt nichts abgeschlossen. Dann können wir jetzt hier... Fahren wir mal dahin. Warte mal, das ist ja doof. Da müssen wir ein bisschen mehr Schwung nehmen hier. Mal ein bisschen mehr Schubrakete und dann sollte es so klappen. Hier ist ein Elch oder ein Reh. Ah, ich will eigentlich auch nicht hier benutzen, ne? Gescheitert! Komm, Baby. Jetzt super geht er. So. So, alles klar. Also, Lambo. Das Lambo, aha, warte mal, wo ist denn das? Das Lambo-Rätsel suche ich in der LM002. Das ist doch hier ein Koordinatensystem, ne? Aber wo sehe ich denn hier die Koordinaten? Ach, da müssen wir gemeinsam fahren. Das ist mir zu... Okay, warte mal. Haben wir geschafft... So. Das Weiße muss ich nehmen. Das hier, ne? Okay, dann lass uns mal da hinfahren. Uiuiuiui. Okay, lass uns mal da hinfahren. Und das nächste Rennen machen. Habe ich viel verpasst? Nee. Haben gerade erst angefangen. Ich glaube, es ist Sommer. Wir werden nachher auch mit den neuen Porsche langfahren, aber für die komische Mission müssen wir diesen, ja, älteren nehmen. Ja, jetzt, Patti, hast du recht, jetzt kriegst du CML wieder eine Rechnung zum Aufräumen, ne? So, alles klar, nehmen wir unseren Porsche und lass uns fahren. Also, Karl Sammler bastelt jetzt an seine Autos, okay. Weiter geht's. Der letzte schöne BMW. Irgendjemand aus Russland. Du sprach. Danke für dein Abo. Junge. Ah, hier kann er sich nicht so richtig durchsetzen. Hat das noch gezählt? Oh, er hat noch gezählt. Oh. Ich habe ja massive Probleme jetzt mit dem Wagen. Bin ja bald letzter. Oh Gott. Darf nicht so weit nach hinten fallen, dann könnte es... Würde es möglich sein, dass die Meisterschaft hier einfach für mich Geschichte ist?
Ah, ich habe wieder ein bisschen aufgeschlossen. Ah, 36%. Vielleicht muss ich das Rennen eventuell nochmal neu starten. Also nochmal fahren. Ah, verbremst, verdammt nochmal. Ah, will ich so richtig aus dem Blick kommen hier. Ach, verdammt, ich mach das nochmal, ey, so ein Neustart hier, oder? Wie mache ich einen Neustart? Ach, was weiß ich. Ah! Komm, Baby. Ich habe schon über 60% der Strecke absolviert. War da eine Bande, sonst wäre ich zu weit rausgekommen. Ja, jetzt kommt er mit seiner Endgeschwindigkeit. Guck mal, da ist Rummer Lotte, den werde ich jetzt gleich überholen. Ein bisschen rausgekommen. Ah, verdammt nochmal. Achter Platz, verdammt! So. Ja. Gut, wir sind jetzt auf Platz 2. Und dann werden wir mal gucken, wo es dann hingeht. So, ich hätte jetzt irgendwas noch erreichen müssen. Driver Avatar. So, hier wird schon wieder debattiert zwischen welchen Autos, ne? Jeder soll fahren, worauf er Bock hat. So, haben wir es jetzt geschafft? Ich denke mal, wir haben es jetzt erstmal geschafft. Wir könnten jetzt in unseren anderen Wagen einsteigen und diverse Rennen hier oben noch bestreiten. Hier sind noch ein paar neue Strecken. Zeitlich begrenzt. Hier ist noch irgendwas zeitlich begrenzt, was man machen können. Ah, ich habe abgeschlossen schon. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet hier. Neu. Lass uns mal wieder zurück zum Hauptquartier. Machen Schnellreise und holen uns dann unseren Porsche und machen jetzt erstmal nur Porsche Action mit unserem neuen Fahrzeug, was wir bekommen haben. Und wir können ja nochmal ganz schnell durchgucken, meinen Fuhrpark, was ich jetzt hier alles an Fahrzeugen habe. Hier, den habe ich gerade irgendwie neu gewonnen oder als DLC neu hinzugefügt. Aston Martin. Da gab es ja auch eine ganze Reihe von Fahrzeugen, so 007 mäßig. Und hier ein paar Audis habe ich schon am Start. Bentley. Ja, wenn das neu ist, drin steht, dann bin ich die wahrscheinlich noch nie gefahren. Ne? So, da habe ich ein paar BMW. Den i8 fährt sich richtig cool. Dann den M5 aus der 2018. Den X6. Hier nochmal einen alten BMW, noch nicht gefahren. Den hier bin ich auch nicht gefahren. Guck mal, das hier, der M5, der hier, der weiße, das ist, glaube ich, der M4, das ist, glaube ich, Moses, wo er hier bei mir war, hat er den doch zusammen gebastelt. Ja, also wir haben schon eine ganze Menge Fahrzeuge hier am Start. Und dann hier noch so ein E36, einen alten BMW. Ja, ein paar amerikanische Kisten, aber ihr seht ja schon, wo überall neu steht, dass ich noch nicht alle gefahren bin. Also es ist wirklich, Der Micha und Radiohase sind auch da. Grüßt euch! So, hier ein paar Ford-Fahrzeuge. Ja, da fuhren wir fort. Und
Dann noch ein paar Lambos. Den ersten habe ich schon mal gefahren. Und dann... Boah, Mercedes haben wir eigentlich gar nicht so viel, ne? Mercedes. Boah. Das ist eigentlich nicht viel, was wir hier am Start haben. So, Nissan. Und dann haben wir hier Porsche. Den werden wir uns jetzt gleich nehmen. Den neuen. Aus 2019er. Und jetzt schauen wir mal bei meiner Marke vorbei. Ja, hier Volkswagen. Hier mein Golf. Hier nochmal den Touareg. Aber die 2008er Version. Noch nicht mal den neuen. Hier als Polizeifahrzeug. Hier ein, ja, GTI Golf 2. Golf 3. Damit habe ich Fahrschule damals gemacht. Hier nochmal ein Golf 3 R32. Da haben wir noch einen Scirocco. Ah ja, hier übertriebenen Wagen. Ja, ich denke mal, da gibt es noch ein paar Fahrzeuge, die wir uns holen. Und wir werden hier einsteigen und mal die erste oder andere Sache mal gucken. So, okay. Alles klar. Also, wir gucken mal noch eine Sache. Wie viele Leute sind denn jetzt gerade? Es sind 3 Leute online. Das ist irgendwie total blöd gemacht, dass man hier jetzt gar nicht sehen kann. Man muss dann oder geht dann quasi auf diese Seite und dann sieht man erst, wer online ist, dass man das nicht aus dem Menü hier raus sieht. Total bekloppt gemacht. Ja. Total bekloppt. So, neu ist ja bei den Porsche hier die durchgehende Lichtleiste. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes, der Wagen. Der ist auf jeden Fall ein bisschen schärfer hier, ne? Uiuiuiui. Okay. Dann lass uns mal gucken. Können wir dieses Querfeld 1 Serie... ich denke mal, das ist nicht so gut für den Wagen. Wir könnten hier Straßenrennen. Könnten wir das auch mit dem Wagen machen? Gucken wir mal. Ui. Sehr, sehr rattig. Oh. Ach, verfahren habe ich mich jetzt so noch. Verdammte Axt. Oh, Entschuldigung. Oh. Fahrt, bezahlt die Versicherung. Porsche jetzt hier so einen Weg lang fahren. Ah ja. Dennoch tiefer gelegt. Kommt immer gut. Es ist halt irgendwie blöd, dass die Leute nicht einfach so hinterher joinen können, ne? Wenn noch Platz auf dem Server ist. Ne? Eieieiei, aber wirklich böse. Weil man denkt immer, ja, man fährt zu langsam. Man könnte doch ein bisschen mehr oder schneller fahren. Und dann verschätzt man sich doch sehr deutlich. So, jetzt sag mir, dass ich fahren kann. Ja, ja, solo. Ja. Okay, lass die Spiele beginnen. Very good, sagt jemand aus Miami. Okay, dann lass es krachen hier. Ah, guckt euch an, das sieht so richtig geil aus. Die Leiste. Erstmal an den Wagen so ein bisschen gewöhnen. Hier ist
noch ein alter Porsche vorhin. Ja, ein ordentliches Geschoss hier. Ey, ist vor mir auch so ein neuer Porsche, nee, ne? Der ist ein Audi. Ey, ich komm mir überhaupt nicht mehr klar mit den ganzen rechts und links Gefahre hier. Ah, nur Kurven. Ist ja blöd im Kopf. Ich kann gar nicht die Leistung hier so richtig abrufen von dem Wagen. Weil andauernd hier irgendwie was ist. Hinter mir sind sie alle. Ja, an dem Vogel da vorne komme ich irgendwie nicht ran. Boah, schon wieder so weit rausgekommen. An den Knusper kommt von mir nicht so richtig ran. Ja, wenn ich da mal gucke, man ist ja ganz schnell hier auf 200. Kommt den gar nicht so richtig vor. Ah, nee. Wird nix. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Übung. Die eine oder andere Kurve doch ein bisschen besser zu kriegen. Hey, Tschüss, Kinder, komm, komm, komm. Ja, behalten wir Wesen den zweiten Platz, ist auch okay. Ah, nee, haben wir nicht so richtig hingekriegt. Ja. Du bist halt nur Sechser geworden hier, ne? Mit 1,59 und ich bin 1,54, ne? Rumbalotte. Traktionskontrolle soll ich ausmachen, dann bin ich schneller. Was macht denn der da? Aber da habe ich hier eine Traktion. Ich kann es ja beim nächsten Rennen mal ausprobieren, mal die Traktionskontrolle ausmachen. Da muss ich aber aufpassen beim Beschleunigen, ne? Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Mann, der Gerd. Bald hast du denn 200 Stunden hier am Schlüssel, ne? Yeah. Hallo Chris. Hab gerade einen Anruf von einem meiner Horizon-Technik-Teams erhalten. Aha. Sie haben den 8. Schatz versteckt. Hier sind die Anweisungen. Dieser schwedische Ritter reitet eisern zur Aktion. Bei der Blitzerzone am See mustert jeder seine Traktion. Nochmal Traktion. Alles klar. Es kam auch ein Anruf von meinem Rennplanungsteam. Tja, was soll ich sagen? Ich bin echte Multitaskerin. Qualifikation für Runde 8. Die Veranstaltungen starten jetzt. Boah, meine Güte, das hat auch alles kein Ende, ne? Wir werden mal, warte mal, wo ist denn hier? Wie Karte schließen, Route festlegen. Ah, das ist nicht. Schön. Nee, ich wollte was anderes machen. Ich wollte mal Schatzkarte kaufen. Was ist denn das? Jetzt kaufen? Nee, was ist denn das für ein Blödsinn? Filter. Alle weg und wir machen Straßenrennen. Ja, machen wir mal. Und jetzt haben wir erstmal alle Straßenrennen.
Und wir sehen hier unten, die haben wir abgeschlossen. Und wir fahren mal dort oben hin. Und beim nächsten Rennen machen wir dann mal die Traktionskontrolle mal aus. Hier ist ja die Driftzone. Naja, war jetzt nicht so optimal, ne? Schauen wir mal. Ja, wir nehmen den Porsche. Und da gibt er euch erstmal alle ein Küsschen und dann geht's auch auf jeden Fall los. So. Okay, Schwierigkeitsgrad. Also, was haben wir? Schwierigkeitsgrad. Also, Experte habe ich hier. Bremse, Lenkung, Traktion. Aus. Aha. Okay, Stabilisation, Automatik, ja, überbremsen, rückspulen. Das ist, wenn ich das ausmache, gibt es noch ein bisschen mehr Punkte. Okay. Akzeptieren? Ich bin ja kein Experte, aber. Was soll da schief gehen? Ja, also guckt euch hin, ohne Traktionskontrolle. Ob das jetzt wegen der Traktionskontrolle ist, aber der geht ordentlich nach vorne. Ja. Dampft es aber ordentlich, ne? Wenn du voll hämmerst hier. Oh, 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 oh. Ich habe ja Rückspulen ausgemacht hier. Ne? Da muss ja trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Ah, ich hätte mit Vollgas hier durchhämmern können. Ah, verdammt. Hab's nie geschafft. Verdammt. Ah, Junge, Junge. Also, ich... Hätte ich mir schwerer vorgestellt. Ging eigentlich. Mal gucken, mal, wo Rummerlotte abgeblieben ist. Ja, ich bin Dritter. Die anderen hatten alle noch mehr Power im Fahrzeug. Ja. Oh. Ich denke mal, Ich weiß, das Publikum ist hier auf Fortune Island nicht so groß. Aber glaub mir, ganz Großbritannien streamt die finalen Inselrennen. Sorg einfach dafür, dass alle was zu sehen bekommen. Alles klar. Gut, wir haben jetzt das auch abgeschlossen. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal diese anderen drei Rennen hier. Oh. Die Mauer muss weg. Kann es sein, dass man ohne Traktionskontrolle noch besser driften kann? Oh, da kommt einer.
nur ein bisschen versuchen, hier auf der Straße zu bleiben. Ein bisschen üben. Ja, läuft doch. Braucht dann wirklich ein bisschen mehr Zeit, sich mit dem Spiel so auseinanderzusetzen. Und dann sind wir wieder hier vorne. Nächstes Event. Ach, Harry, das war vielleicht noch ein bisschen Glück. Ja, vielleicht bin ich ja heute Abend bei Battlefield noch besser. Wir gucken, wenn wir da losstarten. Und wir fahren. Prozent wieder. Ei! Haut doch mal ab, ihr Magen. Wie habe ich dieses Gefühl, dass er dann besser irgendwie einlenkt oder besser bremst? Aber das ist alles nur Quatsch. Ich stelle mir das einfach nur so vor. Vorsichtig. Man müsste auch ein bisschen mehr mit dem Gaspedal spielen, das vergesse ich immer. Bei mir geht es nur voll oder gar nichts. Hier. Eieieiei. Ich wollte ja Frau ein paar Blumen mitnehmen. 75%. Die verfolgen mich. Jetzt muss ich aber... Nein! Oh doch, ich hatte... ich dachte, ich bin raus. So, Tüchchen braucht Forza. So, also driften lässt sich das auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser. Okay. Und Stabi müsst ihr ausmachen. Ich denke mal, ich fahre erstmal nur so, ja. Typische Symptome vom VW-Fahrer. Ich bleib erstmal so bei dem Einstellung. Und wir werden jetzt einfach mal die nächsten zwei Rennen absolvieren. Was? Tüchchen hat noch nicht Forza? Wo gibt's denn da? So. Ach hier, ja, den Quatsch. Noch ein Porsche. Toll, und eine Hupe. Und ein Alpha. Dinge, die die Welt nicht braucht, ne? Quatsch mir doch nicht jedes Mal voll, dass ich hier irgendwie sagen soll, ja, mir gefällt der Wagen oder nicht. Jetzt bin ich wieder hier unten. So, muss ich dieses Rennen fahren? Aber ist schon ein schöner Wagen, obwohl man ja sagen kann, normalerweise müsste man sich ja vom Porsche irgendwie satt gesehen haben, ne? Weil im Endeffekt ist ja immer nur Nuancen, ja? Die sich so ändern. Aber es ist halt irgendwo zeitlich schön, ne? Nur Kleinigkeiten hier, diese ja, durchgehende Leiste hinten am Heck. Aber, ja.
Dann haben wir noch zwei Rennen. Yippie-ki-yo. Der Porsche wird gefordert. Ach so. So. Dann nächstes Rennen, nächstes Glück. War aber knapp. Oh, komm hier mal weit raus. Ja, ist aber auch schnell für mich, ey. Ich glaube, Driften ist nicht so gut. Da verliert man nur Geschwindigkeit. Meine Güte. Ich werde jetzt irgendwie die Leistung nicht so richtig aufgekriegt hier. Ah, das ist wirklich dämlich von mir. Ich wollte jetzt Handbremse drücken. Was ist das für eine Strecke hier, ey? Wenn man das Auto richtig kennt, kann... Oh nein! Oh, verdammt! wie mache ich eine Veranstaltung? Neu starten? Ach, da ist es. Oh. Ich habe ja keine Rückspulfunktion drin, ne? Genau. So, nochmal. Der See ist runter. Grüß dich, fällt da hoch. Ich muss am Anfang so viel wie möglich überholen. Hau ab! Mach Fisch! Jetzt will ich erstmal, es geht hier um Kurven. Keine Handbremse machen. Sollte vielleicht nicht so doll Gas geben jedes Mal. Wenn ich jetzt dieses andere Ding da noch ausmache, dann könnte ich vielleicht mal mit dem Arsch. Ui! Oben. So ein Gaspedal irgendwie machen, ne? Gar nicht so schräg stehen und ah, hier war das ja. Dann versuchen so doll Gas zu geben. Ich kann gar nicht mehr quatschen, ey. Ich muss mich erstmal konzentrieren hier. Reingefahren, wieder Geschwindigkeit verloren, die Ochse. Oh, da vorne muss das Ziel gleich sein. Komm, 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 nein! Ach, verdammt, habe ich nie geschafft. Oh, verdammt. Ja, das... Ey, das ist ja Tüchchen. Ach, so meinst du das, Gerd? Ach! Ey, ganz ehrlich, bin ich eine Hohlfrucht? Ich hab nicht mitgekriegt, dass
Türchen das ge... Ah. Der Avatar. Ah. Das ist eine richtige BMW-Strecke. Ach so, jetzt hat mich Türchen quasi platt gemacht. Ja, der hat ja auch an. Der hat auf jeden Fall an. Also, siehst du ja, ne? Der hat weniger PS, also ist er leichter. Und deswegen hat er gewonnen. Also, ah. Guck mal hier. Ach, Türchen ist eine Maus. Ich wusste es doch. Ja. Also innen, rangieren, innen. Gut. Mal gucken, was jetzt noch von der Strecke kommt. Wir müssen ja sowieso wieder zurück. Aber megamäßig geile Strecke, ja. Wenn man... Also ich sage ganz ehrlich, klar könnte man Forza mit Lenkrad spielen, aber guck mal an. Ja, das ist der Lenkradius. Und mich würde das komplett irritieren. Wenn man so lenken... so wenig lenken kann, ja. Baumweg. Oh ja. Jetzt ist es irgendwie noch schwerer irgendwie. Ach, ich muss von außen das Ding hier angucken. Ach, welcher Knopf war denn nochmal? Jeder kann hier mitspielen, wenn er mich hier findet. Kann er hier mitmachen? Dann gewinnst du auch gar nichts mehr. Was? Ach so, ja, klar. Ist dein Spiel geupdatet? Gigabyte noch. Ein Gigabyte noch? Ja, 10 bis 20. Dann bin ich ja schon fertig mit dem Livestream. Dann ist es so. Dann ist es so. Na, lade erstmal runter. Vielleicht schaffen wir ja noch jeden 2 Runden. Hast du eigentlich das DLC hier oben? Fortuna? Ja. Ja. Gut. So, erstmal das letzte Rennen hier. So, Veranstaltung. Attacke Hü Amerika. Wir haben das immer gewusst, ne? Ja. So. Dann lass uns hier erstmal das letzte Straßenrennen machen. Vielleicht kommen wir wieder ein paar neue. Aber ich denke mal, wir haben hier einen Großteil der Straßenrennen absolviert. Jetzt. Dunkler Nacht. 3 Runden. Oh, vergessen. Entschuldigung. Man sollte nicht auf den Chat achten. Eieiei, was ist denn hier los, Mann, du Made? Die haben abgekürzt da vorne. Definitiv. So, die erste Runde ist vorbei. Jetzt steht noch der zweiten. Oh, mach Frischstücke. Ah, oh, wapp. Lass den Chef vorbei. Ja,
ich weiß, total falsch angefahren. Hat ja Glück gehabt beim Heist. Ja, wo ist ein Tüchchen eigentlich abgeblieben? Ja, ja, Twitter gewesen und er ist auf Sünden. Naja. Yeah, guckt euch an. Maximus hat gewonnen. Yeah. Tada. War doch klar, ne? Wolle ist unter sich. Okay, dann gucken wir mal, ob wir mit dem Wagen noch ein paar andere Rennen absolvieren können. Wir stehen kurz davor, die qualifizierten Fahrer für die nächste Runde bekannt zu geben. Was ebenfalls bedeutet, dass wir kurz vor den letzten 12 Fahrern für den Leviathan und den Kraken sind. Was bedeutet, dass du dich konzentrieren musst. Sorry. Ja. Ach, siehste, was ich noch gar nicht habe. Meine Freundin untergehenden Sonne. Siehste, das ist mir noch gar nicht. Hier gibt's ja noch dieses große Event hier. Das habe ich noch gar nicht gemacht, dann lass uns mal das machen. Lass uns mal dahin fahren. Vielleicht können wir ja mit dem Porsche da fahren. Oh. 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 Die hat da ohne Genehmigung gebaut, die Mauer. Zaun hoch. Meine Güte, mit 300 bläst man hier lang. Echt schon sehr, sehr heftig, ne? Ui, 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 ui. So, ein Querfeld einrennen kann ich ja mit denen auch machen. Veranstalter. Wir warten mal, bis hier diese Zahl abgelaufen ist. Und dann schauen wir uns das mal an hier. Okay. Ja, und nebenbei ein bisschen Wäsche aufhängen. Ja, meine ist gerade am Wäsche waschen. Also ich denke mal, da wird man nachher wieder ein bisschen schleudern hören. Mann, das ist das Großbritannien-Ding. Da fahre ich wieder rüber. Ich dachte, das ist eine Sonderveranstaltung. Ich bin ja auch ein Ei. Ah, ich dachte, das ist ein Sonderding hier. Okay. Jetzt habe ich mich wieder total vertan, ne? Alles klar. So, die sind schön am Wasser. Die Leute. Wenn sie... Danke für dein Abo. Dann, gehen wir auf die Karte und wir sagen mal Straßen, Driftwagen, Blitzer. Warte mal. Was ist das jetzt alles? So, das sind die Saisonherausforderungen. Hier ist noch eine Saisonherausforderung. Das müssten wir wahrscheinlich mit den alten Porsche fahren. Und hier oben ist noch eine Saisonverrohung. Haben wir aber abgeschlossen. Haben wir die schon abgeschlossen? Die haben wir noch nie abgeschlossen. Dann lass uns mal die noch abschließen mit dem... Eieieiei. Sonja ist auch da. Grüß dich. Ja, einiges schon absolviert, würde ich sagen. Sind wir sehr, sehr fleißig, ne? Ah, der
Frühling. Zeit des neuen Lebens und neuer Anfänge. Oh, und der neuen Meisterschaften natürlich. Also ich finde den Porsche, der schlägt sich sehr gut. Komm, wir müssen jetzt eine andere nehmen. Also bin jetzt schön gefahren. Ohne Traktionskontrolle wurde mir geraten. Boah, gefällt mir. Fragt der General, wie der so hält ist. Ja, finde ich gut. So. Oh, dann fahren wir mal hier. Querfeld einrennen ist ja nicht sowas für mich, weil das Auto da so hin und her wackelt. Machen wir ein bisschen weiter. Aber wir müssen ja nicht immer überall Erster sein. Das ist ja zum Glück das Gute. Auf Top 3 bin ich eigentlich immer so zufrieden. Oh nein, ja klar. Ja, toll. Veranstaltung neu. Ja. Wir machen mal mit Rückspul, weil gerade die Geländesachen will ich nicht jedes Mal von vorne anfangen, nur weil man irgendwo doof landet. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob gut geht. Wenigstens haben die hier so eine Anpassung, dass die KI sich der Stärke der Fahrzeuge anpasst, die man selber hat. So soll es ja auch bei The Mission sein. Du kannst ja mal mit deinen Freunden, das kann man ja manchmal gar nicht zusammen spielen, weil die ein höheres Level haben. Das war ja blöd. Einer hat mehr Zeit, der andere hat weniger Zeit. So was zu spielen, ne? Oh, hier, VW, hau ab. Bremst aber ordentlich aus. Lang, hier lang. Ach, das sind Runden. Die sind ja Ewigkeiten lang, die Runden. Die hören ja gar nicht auf, die Runden. Boah. Richtiges Langstreckenrennen hier. Dennoch. Bei den Temperaturen hier oder bei der Witterung. So, erste Runde haben wir geschafft. Dauert schon eine ganze Weile, ne? Oh. Da hatte ich jetzt irgendwie ein bisschen Probleme, den Wagen irgendwie auf Kontrolle zu bringen. Aber es wird wieder heller. Absetzen kann ich mich hier unten nicht, ne? Meine Güte, ey. Das ist schon wirklich lange her, dass wir mal zu Forza gespielt haben, ne? Oh. Baby. Dann muss ja gleich noch mal regnen, ne? Ich meine jetzt die Sonne runter.
Mann, hau doch mal ab, du Boxe. Junge, Junge, Junge. Ach, guck mal, die Sonne kommt raus. Sag ich's nicht. Kann ich die nicht irgendwie so wegeliminieren, dass der gar nicht mehr nach vorne kommt? Ja, ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren, weil es sah so anders aus hier. Ist schon Unterschied, ne? Wenn man Tag und Nacht wird. Sortiert das manchmal doch schon ein bisschen. Die Mauer musste weg. Die ist ja nachher zum Glück auch noch weg. Kommen wir mit der Strecke ein bisschen besser klar. Herrlich. Das Gute, man sammelt immer irgendwie Punkte für jeden Quatsch, was man macht, ne? Ob das Horizon Festival vom Brexit. Ja, das wird jetzt nicht weiter. Ja, ist gut denn. Auf jeden Fall abgesagt. Oh, vierte Runde. Meine Güte, ey. Oh, man, echt starke Nerven hier. Hinter mir sind sie ja schon wieder, die Bahn. Die Mauer habe ich doch kaputt gefahren. Warum ist sie wieder da? Oh, blöde aufgekommen, aber richtig blöde aufgekommen. Ärgerlich ist ja, wenn du dann kurz vorm Ende dann verlierst. Weil irgendeiner blöden Kante hängen bleibst oder sonst was, ne? Ja, zum Glück habe ich ja hier meine Rückspulfunktion drin. Gerade bei so einem Rennen sollte man das machen, sonst kommt das nur zum Brust. Außer man spielt das hier wirklich extrem hardcore, ne? Letzte Runde. 1:30 war meine beste Runde. Uiuiui. Das war jetzt ein richtig guter Abschnitt. Oh, kommt da ein bisschen so ins Schleudern, der Wagen. Manchmal ist es wirklich besser, wenn man vorher irgendwie doch mehr bremst. Guck mal, was die Runde jetzt sagt. Wenn ich jetzt den Blödsinn baue, könnte das wohl auch eine gute Runde werden. Nein! Ich sag's noch. Ich sag's noch, kurz vor Ende. Kurz vor Ende passiert mir noch so ein Blödsinn. 1:29 nochmal meine Rundenzeit getoppt, ey.
Oh, Junge, 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 Junge. Oh, tut mir alles weh jetzt. Also, wir haben es gesehen. Wir haben. Wo ist denn jetzt eigentlich? Ja, gut. Irgendwie ganz viele Namen hier. 20 Punkte. Juhu. Naja, wer später bremst, ist länger schnell. Das ist klar. Gut gemacht. Aber. Während du die Insel erkundest und fleißig Schätze suchst, sammle ich weiter Daten für deine Querfeldeinserie, wenn das okay ist. Man soll ja keine Punkte verkommen lassen. Unimog könnte man auch nehmen, ja, aber da waren, glaube ich, nur 2 Fahrzeuge bei mir zur Auswahl. Der Unimog ist so hochgetunt. Hallo, Chris. Oh, ja. Dieser streng geheimen Akte zum klassifizierten Horizon Fortune Island Projekt nach ist Phase 9 im Gange. Deine Anweisungen. Aus Südkorea kommt dieser Flitzer, der sticht und nicht beißt, wenn du den Blitzer in den Bergen mit 3 Sternen durchreißt. Aha. Gut, ja. Oh, und wenn wir schon bei sensiblen Daten sind, an alle, die sich für die vorletzte Runde der Inseleroberung qualifiziert haben. Unser Entscheidungsrennen besteht jetzt aus 2 Rennen. Ihr könnt euch nach der Qualifikation bei mir bedanken. Was war die... Meine Güte. So. Lustiges Auto, ne? Komm, gehen wir nochmal hin. Wir hatten ja... Ach nee, alles aus. So, das hatten wir jetzt auch gemacht. Bla bla. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir noch nicht abgeschlossen, ne? Das ist noch nicht abgeschlossen. Aber das hier oben. Also die beiden werden wir jetzt auch noch auf jeden Fall noch fahren. Ja, lass uns mal hin. Also ich... Der Maximus spielt nur auf dem PC. Konsole hat er nicht. Meine Güte, was ist denn das für eine Schaukel hier? Wahrscheinlich die Liebesschaukel hier. Ist schon ein lustiges Fahrzeug, wa? Ja, aber gut durchgeschlüpft, wa? Aber man hat ja wirklich ganz schön viele Sachen hier, ne, zu fahren. Also so schnell wird es einem nicht hier langweilig. Gut, manche Rennen wird man immer wieder mal ausprobieren, weil man andere Fahrzeuge hat. Da freut er sich der Maximus. England, schlechtes Wetter, 3 Wettertaft und Maximus in seinem kleinen, feinen Rallye-Fahrzeug, Rallye-Buggy-Fahrzeug oder wie auch immer das heißt. Los ab hier. Oh, fliegen. Ach, hier muss ich durch. Woher mal gucken, wo ich hier lang muss. 5 Runden, okay. Ich glaube jetzt. Ich bin hier hängen geblieben. Ganz so schwer zu merken, die Strecke. Bin ich aber
schräg gekommen jetzt. Ja, zum Ende weiß ich immer nicht, wie ich am besten bremse. Ich doch ein bisschen früher bremse. Ich bin ja nicht so... Es kommt ja bald dieses, von Codemaster, dieses andere Rallye-Spiel wieder. Hier, Dirt. So. Ah ne, Dirt ist nicht, irgendwann mit Rallye. Das werde ich mir aber nicht heute mehr. Schwierig wahrscheinlich. Jetzt noch zweimal die Strecke fahren, dann haben wir das auch geschafft. Ja, ein bisschen Abstand haben wir gewonnen. Ja, das Wasser. So, aber früher bremsen. Knapp gewesen. So, Crew könnte man eigentlich auch mal wieder spielen. Naja, was man alles könnte, ne? Warum, Mensch, lenke doch, du Ei! Geschafft. Ja, den Leo 2. Hm? Das könnte man natürlich auch machen, mit dem Leo hier lang dödeln. So, da haben wir das ja auch geschafft. Und jetzt ist nur noch ein Rennen. Und Rolli, auch dir einen schönen Sonntag. Geht ja Montag schon wieder los mit Arbeiten. Ja, mal gucken, wann ich am 25. zu Hause bin. Ich muss ja mein Auto wegbringen. Der so mit der Tür ein bisschen Probleme. Aber ich denke, Abend werden wir dann schön gemütlich Anthem zocken. Mal sehen, ob ich's... Mann, quatsch mich doch nicht voll mit dem Design hier. Dass wir dann so gegen 5 vielleicht anfangen. So, wo ist denn jetzt das letzte Event? So, das haben wir abgeschlossen. Dann ist das hier noch. Mal sehen, was kriege ich dafür, wenn ich das hier mache. Ist da irgendwas Besonderes? Wasser. Sind hier alles irgendwie wie so ein abgestorbener Wald hier, ne? Also, wir sind jetzt beim letzten Event hier. Und dann lass die Spiele beginnen. Bei Anthem geht es um 23 geht der Preload los, ja? Am Freitag. Ah, dann werde ich da nichts zeigen können. Dann kann ich höchstens am Samstag. Ja, Samstag. Oh, vergessen Gas zu geben. Vielleicht früh.
früh um 7. Oder um 8 besser gesagt. Na dann ist ja alles in Ordnung. Ich dachte, man kann es vorher schon unterladen. Mir schön am Freitag, den 25, dachte am 25 kann man das schon spielen. Eieieiei. Du fliegen ist schöner. Hallo, AT100. Ich muss Auto fahren. Ah, sieht schon echt herrlich aus, oder? Ja, dann kommt ja noch The Division, kommt der auch noch bei. Das sind so meine Highlights jetzt für bei den AAA-Spielen, bei den Simulationsspielen. Ja, was soll denn da rauskommen? GTS, ja, irgendwelche Erweiterungen, ATS, irgendwelche Erweiterungen. Aber so an Spielen. Gibt es jetzt gar nicht weiter. Was habe ich mit Absicht gemacht? Ob wir jetzt alleine hier langfahren, jeder fährt vorhin, das ist ein bisschen blöde. Am 23. geht der Freeload los. Okay, warte, jetzt müssen wir das nochmal. Ey, wo holt der mich? Am 25. Ach man, ja gut, ich habe jetzt auf den Chat geguckt. Ja, am 25. soll es losgehen, ja. Ja, das habe ich ja auch. Man sollte nicht auf den Chat achten, wenn man hier fährt. Oh, jetzt wollte ich den leider wieder wegkicken. Das hat nicht viel gebracht, ne? Unser Volkswagen wird es auf jeden Fall wieder richten. Wollte ich eigentlich gar nicht fahren. Baby. Ja, das ist halt immer das Blöde bei Geländefahrten, ne? Wenn er da irgendwo mal ein bisschen kommt. Das ist eine Arschkarte. Meine Güte, dann ist zum Glück noch die letzte Runde. Nein, hab ich jetzt geträumt. Letzte Runde. Jetzt Konzentration.
1,8 war mal die beste Zeit, die ich gefahren bin. Ja, ich denke mal ganz gut. Ja, ohne Quatschen war ich gleich eine 1,6 reingeknallt, ne, oder? 1,6. Buh. Ja, manchmal ist es wirklich besser, einfach mal das Maul zu halten, ne? So, haben wir jetzt alle 60 Punkte. Und wir haben es geschafft. Oh, tut mir der Rücken weh. Juhu. Yeah. Und ich kann ein Glücksrad machen. Was will der denn jetzt von mir? So, es gibt wieder ein paar Punkte. Seltenes T-Shirt freigeschaltet. Na, ganz toll. Und dann lass uns mal schauen, was wir jetzt zum... So, alles noch bekommen. Eine klassische Uhr, ja toll. Und so ein Abbas. Ey, was ist denn hier? Quatsch mich doch jetzt nicht voll hier mit deiner Lackierung. Morok! Ja? Wie sieht's bei dir aus? 14%. 14%? Naja, ich glaube, das müssen wir ein andermal noch machen. Weil ich will jetzt auch langsam Feierabend machen. Ich gucke aber trotzdem, ob ich jetzt hier irgendwie noch ein Special Event habe. Filter setzen, das haben wir ja gemacht. Was sind denn das für Dinger? Das habe ich abgeschlossen. Das habe ich noch nicht abgeschlossen. Muss ich die Dinger hier auch noch abschließen? Also das muss ich hier wahrscheinlich auch noch machen. Was ist das? Ach, das ist ein Sprung, ne? Ja, ich glaube, da ist das Auto falsch. Ja, ja, gescheitert. Los! Ich bin jetzt doof, dass es dunkel ist, aber... So, wie weit sollte ich eigentlich springen? Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Ich habe jetzt 3 Sterne. 103, gut. Okay. Mit dem Wagen ist es doch eigentlich ganz okay gewesen. So. Ja, habe ich geschafft. Hm. Das habe ich geschafft. Also ich denke mal, ich habe das alles geschafft. Gucken wir mal, was wir noch so alles haben. Straßenrennen sollten wir jetzt auch alle absolviert haben. Jedenfalls das hier ist auch absolviert. Die anderen haben wir auch alle gemacht. Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier noch so eine Drift-Sachen abgeschlossen. Oh, 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 da muss ich... Oh, so viele Driftrennen. Das ist ja nicht so meine Sache. Da muss ich mit dem BMW wahrscheinlich dann mal lang
schlumpern. Okay, ach nee, warte mal, ich wollte ja weiter gucken, was fehlt mir noch alles? Was fehlt mir noch? Querfeld ein. Querfeld ein, das könnte man durchaus mit einem Porsche noch machen. Hier ist noch eine Querfeld ein, doch, habe ich schon abgeschlossen. Was kriege ich denn eigentlich für den ganzen Schrotz, wenn ich das mache? Weiß auch keiner, wa? Was, Fußball ist gleich wieder? Naja. Okay, Blitzerrennen, dann kommen ja nur noch diese andere. Also uns bleibt quasi noch diese Drift-Serie und Querfeld ein. Und dann würde ich mal alle wieder reinmachen und mal ganz schnell hier in die ins Hauptquartier blasen. Nee, ich will jetzt keine Schatzkarte suchen. Ich will hier einfach nur schnell in die Dings rein. Fahren noch zwei Rennen mit dem Porsche. Ja, beitreten. Und dann haben wir bei 2 Stunden schon abgehandelt hier, ne? Porsche, 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 Porsche. Was ist denn der jetzt? Da hätte ich mal wäre ich mal andere Seite lang gegangen. Oh, mir wird schwindelig. Aber wir sind zu weit. Wir müssen noch zu P. Da ist er. Da ist er. Einsteigen. Schönes Gefährt. Ist natürlich blöd, dass jetzt dunkel ist. Oh, selbst im Scheibenwerfer stand Porsche drin, habe ich gerade gesehen. Okay, wir machen den Filter an, alle aus und jetzt nur noch Querfeld 1 Serie. Und da haben wir nämlich hier vorne gleich eine Serie. Bin ja mal gespannt, ob die hier auf Porsche gehen. Ach, Mann. So, kann ich jetzt wieder zurücksetzen? Was habe ich jetzt von Rennen? Ich habe jetzt irgendein Rennen genommen. Verdammt! Das wollte ich gar nicht. Ich habe mich so irritieren lassen. Ich war am Überlegen, mache ich jetzt das Rennen oder mache ich jetzt hier dieses schnelle Blitzerding? Ach, vorbei. Na gut. Machen wir das ganz kurz schnell mal. Rechner ran. Ja, das ist hier eine Ungewohnheit, jetzt mit so einem Auto zu fahren. Erst mit den trägen, schwammige Lenkung und jetzt hier mit dem Wagen. Eieiei. Gar nicht mehr lenken oder was? Bin wieder zu schnell. Ja, ihr seht schon, ja? Also, war schon mal ein bisschen besser, ne? Eben mal komplett anders fahren. Das ist mal komplett draußen. Wie Achter. Ich gehe davon aus, dass es jetzt mal keine schwere Strecke ist hier. Oh, fahren wir mal das andere. Ui. So. Ja, wäre so einfach schon zu viel rennen. Klar.
Ach ja, vergiss jetzt bloß nicht, dir etwas Platz in deinem Zeitplan freizuhalten. Aha. Viel Platz. Ja. So etwa in Größe eines Leviathans. An alle Fortune Island Schatzsucher. Das ist sie, eure letzte Mission, die letzte Phase der Suche. Die Anweisungen lauten: Dieses Haus funkelt wie ein Stern bei Nacht. Mit einem klassischen Muscle Car ist es vollbracht. Löst das Rätsel, schließt die Herausforderung ab, dann gibt es den nächsten Tipp. Oh, was will denn die alte Familie? Und zum Finale der Inseleroberung, wegen eines kleinen Zuständigkeitsstreits zwischen Alex und Rebecca, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe, folgen nun ganze 2 Rennen zur Bestimmung unseres Champions, Leviathan und Kraken. Ich glaube, sie wollten sich mit den Namen gegenseitig übertreffen. Ach, es ist Dirt-Rennen, nicht Drift-Rennen. Mein mich behindert. Was ist das jetzt? Straßenrennen. Boah, hat man hier eine ordentliche Straße. Naja, gut. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben ja gesagt, wir wollten das und jetzt mal angucken. Und oder Kraken. Naja, und oder Kraken. Pass mal auf, wir machen jetzt, ich will mal gucken, haben wir hier unten noch sowas? Filter setzen, ich habe ja gesagt. Dort rennen, nicht. Ach, ich querfällt ein, ey. Ich bin doch so wirklich. Aber haben wir das? Das haben wir ja schon gemacht. Hier unten. Genau, da fahren wir jetzt nochmal hin und dann. Haben wir, denke ich mal. Ja, erstmal genug gemacht. Außer. Wir haben hier noch eine übelste Überraschung. Das ist wirklich schade, dass die. Es gibt ja schon so eine Studie von Fahrzeugen, wo hier vorne das Logo leuchtet und und. Aber ich glaube, nicht so gewollt. Der Zulassung, dass da halt vorne so ein Balken ist oder der Mercedes-Stern leuchtet. Finde ich ein bisschen schade. Geht nur mit so ne hässlichen Autos. Eigene Veranstaltung. Nee. Warte mal, was würde ich denn da für ein Auto? Ich guck mal, ob ich mir da ein besseres Auto kaufen kann. Oder sind das einfach nur diese Klo? Boah, sind die alle so ne hässlichen. Ja, dann nehme ich den mal. Ich fahre jetzt mal mit denen. Okay, naja, Fußball. Ich werde jetzt mal mit Landy hier rumfahren. Also Fußball, ja. Gucke ich eh nicht so richtig. Und Cottbus, eigentlich interessiert es mich auch nicht mehr so. Schade, also ich hätte schon mehr Motivation gehabt, hier auf FIFA zu bringen. Aber es interessiert halt auch jeden so. Und hier dann, das ist so wie mit allen, ja. Wenn jetzt hier gar keiner mehr gucken würde, sind jetzt 50 Leute. Ja, da ist es immer noch was anderes, aber wenn da nur 5, 6 Leute gucken würden, ja, dann würde ich schon längst zugehört haben. Motiviert er denn nicht so richtig? Achso, ist ja die Strecke, die wir ja gerade eben hatten. Ne? Also kämen wir uns ja aus auf der Strecke. Aber der wackelt aber auch ganz schön hin und her, der Wagen, muss ich ehrlich mal sagen. Der schaukelt sich so richtig schön auf. Aha, ausgetrickst. So, sollte jetzt mal nicht ganz so viel Trubel sein.
So, mal noch ein bisschen was anderes. Ja, da können wir mal ein bisschen gut machen. Aber das reicht jetzt zum Schluss in der letzten Runde. Haha! Ausgetrickst. Den ersten sind wir nicht geworden, aber ich denke mal, ganz okay. Juhu! Alles klar. Ja, ja. Das sparen wir uns. Gut. Okay, ich würde sagen, wir haben hier noch so viele Rennen, ja, die werden wir jetzt nicht... Murdoch, wie weit bist du jetzt? Hast du es geschafft? Ich bin jetzt im Spiel drin, ja. Du bist im Spiel drinne? Na, dann können wir doch mal gucken, ob wir wenigstens da mal zusammen irgendwie eine Runde drehen können. Wie geht denn das überhaupt? Keine Ahnung. Warte mal. Da muss man, glaube ich, hier auf Mitglieder gehen. Wir sind, ja, 4 Leute sind hier. Jetzt muss ich mir die Clubanzeige. Jetzt muss ich über diese hässliche, komische Drecks-App das machen. Keine Ahnung, warum man das so bescheuert macht, dass man Freunde hinterher joint. Da muss ich auf. Pff, da muss ich Dings euch. Ja, Gedanken machen. Also. Ich muss ja mal schauen, wo sehe ich überhaupt Ansehen? Liste. Ah, hier ist er. Was ein Freund hinzufügen. Ja, Freund hinzufügen. Und jetzt einladen. Zur Party einladen. Zum Spiel einladen. Zu was lade ich denn die ein? Zur Party oder was? Ja, denke ich mal, ne? So, ich musste jetzt irgendwie. Einladung wurde gesendet. Hast du irgendwas bekommen? Ja. So. Weiß nicht, ob das so... Ob der denn jetzt da zustößt oder so? Mal gucken. Ja, spätestens 16 Uhr ist sowieso Feierabend, aber man kann ja wenigstens mal ausprobieren, wie das funktioniert. Lädt der irgendwie bei dir, oder? Gerade nichts. Ich bin gerade gar nicht noch mal bei mir hier im Shop. Vielleicht muss ich mal rausgehen. Mal gucken wir mal, ob aber hier geht auch Freunde einladen. Was? Ach, über das Ding geht es auch. Bestätigen. Ihr habt das System. Ich muss dich zum im Spiel einladen. Okay, also muss ich quasi nochmal in dieses komische Ding reingehen, ja? Hier, warte mal. das ist. Dann gucken wir mal, ob das hinhaut, Ben. Gucken wir mal Liste. Hier ist auch einer. Hier ist auch einer. Lukas, das bin ich. Ich probiere es einfach mal. Freund. Einladen. Einmal zum Spiel einladen. Okay. Hier ist ein Micha. Da ist auch einer. Lukas. Komm, ich probiere es einfach mal.
Ach nee, muss man bei den Freunden einladen, ich kenne die ja nicht. Habe ich hier irgendwelche Leute? So, ich habe dir nochmal hier zum Spiel einladen gemacht. Vielleicht bist du ja auch schon in der Lobby drin. Es lädt gerade. Ach so, es lädt gerade. Ich gucke mal. Wir haben 50 Leute hier in der Session drinne. Aber warum man nicht einfach seinen Leuten so hinterher joinen kann, ja? Das finde ich immer ein bisschen blöde. Dass man da direkt aus dem Spiel raus muss. Ui. Ach Gott, wir sind ja in England, dann fahren sie auf der falschen Seite. Ja, wir probieren es, dann werden wir das nächste Mal vielleicht mit den einen oder anderen mal zusammenfahren. Mal so ein Community-Rennen. Gucken wir, ob wir, also wie gesagt, bis 16 Uhr habe ich Zeit. Werden wir uns mal unser Porsche wiederholen. Falls er nämlich wirklich kommt. Dann. Ach! Du hast irgendwas die Kolonne verlassen, hat er mir gerade gesagt. Was für eine Kolonne? Verstehe Juri. Wo ist mein Porsche? Porsche, Porsche, Porsche. Da ist er. Einsteigen. Also heute gibt es kein ETS oder ATS, weil heute kam ein Video. Wir haben ja gestern einen Livestream gemacht. Und ich kann nicht jeden Tag Euro Truck Simulator. Das gibt mir sonst auf den Sack. Ich spiele mittlerweile das Spiel schon 5, 6 Jahre oder was weiß ich wie lange. Und es ist schon ein Wunder, dass ich das überhaupt noch spiele, so intensiv. Ich bin ja eigentlich nicht einer, der ja so lange irgendein Spiel spielt. Du bist in der Kolonne beigetreten. Ja, wollen wir mal gucken, wo du bist hier, du. Und ja, da brauche ich auf jeden Fall immer mal ein bisschen Abstand. Obwohl ihr gerne ATS und ETS sehen wollt, aber naja, geht nicht jedes Mal. So, ach guck mal an, da bist du ja. Du bist jetzt irgendwie hier gewesen, ich habe dich gerade irgendwo gesehen. Du bist auch oben markiert. Ich stehe hier am Festival. Naja. Ah, ich komme mal dazu. Ja, da bist du. Hey, da stehst du ja. Das war mein Ex-Spoiler. Ach, oh Porsche, ja? Ja, siehst du, guck an. Ja, los, dann lass uns mal, schickes Auto. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Voll über die Pfeiltaste. Pfeil nach links. Ach so, jetzt habe ich Pfeil nach oben gemacht, wegen Foto. Nee, will ich nicht. Raus hier, ja. Warte mal, gibt's auch Beleidigungen oder so? Pfeil nach links. Okay, Chris. Du kannst deinen Einfluss mit Sternen aus PR-Stunts erhöhen. Ich habe eine Route zum nächsten PR-Stunt bestimmt. Ah, die hat jetzt mir irgendwie einen PR-Stunt gemacht. Pass mal auf, wir machen jetzt nochmal ein kleines Rennen hier. Online-Festival, Gruppenstrecke für alle Spieler. Ja, den gleichen Ort. Pass auf, ich mach mal einfach nur Straßenrennen, weil wir haben ja hier einen Straßenrenner. Und dann würde ich sagen, machen wir dieses Straßenrennen hier.
Das ist eine Hupe. Ey, du hast ja auch den neuen Porsche. Du hatte auch den neuen Porsche. Naja, sowas von. Oh, ich bin vorbeigefahren. Warte mal. Hier ist das Rennen. Okay. Als Korb, ja. Wurde das denn aufgefüllt mit KI-Gegnern? Glaube nicht, ne? Weiß ich nicht, irgendwie ist ja kein Rennen. Oh. So. Ach, ich habe die Veranstaltung verlassen. Ich bin ja ein Trottel. Ja, wieso ist denn hier diese hässliche Musik jetzt hier drin? Mann, das bringt mich aber auch zum Wahnsinn. Bist du noch in der Veranstaltung drin? Ich suche mal Spieler. So, dann breche ab, breche ab, breche ab, breche ab. Ich muss das nochmal machen. So, ich mach das gleich nochmal. Hast du abgebrochen? Ja. Gut, jetzt nochmal. Koop. Meine. Ja. So. Event wird gestartet. Suche nach Spieler. Der müsste dich ja gleich mitnehmen. Ich wollte eigentlich, ich dachte mit X hier abbrechen, den Schrot. Serverzuteilung. Event wird gestartet. So, jetzt wird gestartet bei mir. Naja, bin ja mal gespannt, ob das hinhaut. Hi, Chris. Schnellreise. Er macht da mir den Motorhaube auf. Er ist jetzt für uns mal so ein kleiner Test, wie das überhaupt funktioniert. Mit dem Multiplayer. So. Siehst du dein Auto auch jetzt so gerade so? Ja. Ah, da bist du ja. Gucke an. Gucke an, Team Maximus. Ach, sind wir jetzt im Team oder was? Ja. Ach Gottchen, wir machen bei irgendwelchen anderen Lutschern mit. Das könnte sein. Ach du Scheiße, ich dachte, wir machen einfach gegen irgendwelche KI. Kann ich Mod? Nee, kann ich Mod? Was ist das von Deutsch? So, guck mal da! Da feiern wir ab hier. Wir sind die Helden. Guckt euch an. Juhu! Okay, streng dich an, ja? Was sind das für welche hier? Ey, wow, haut ab! Gehen wir jetzt richtig in Online-Rennen? Ja. Warum bremsen die so komisch ab hier, wenn ich an dem vorbei rase? Ist ja gut, du, ey. Oh, 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 oh. Meine Güte. Oh. Ja, ich hab einen Checkpoint, Mann, ey. Leck mich doch am Arsch, ey, hier. Mann, jetzt noch mal einen Checkpoint versaut. Ach, hört doch auf, ey. Ey. Ey, das Ding ist doch total behindert. Der schätzt mich jedes Mal. Ey, was soll denn diese Scheiße? Das
setzt er mich da hin und gibt den Gas, dass ich gleich am Checkpoint vorbeifahre. So ein Rotz, ey. Ich hätte durchaus Dritter werden können hier. Das ist riesig verletzt da. Bist bei mir vorbeigefahren, ne? Ja. Kann ich hier diese komische Einblendung wegmachen, die an der Seite ist? Die nimmt ja ein bisschen Bild weg hier. Gerade wenn du denn nach rechts fahren willst. Weil es waren ja echt ganz schöne Lutscher, die hier gefahren sind. Die waren ja nicht gerade. So ein Rotz, ey. Na toll. So, dann machen wir noch eins, wa? Ja. Team Maximus hat gar nichts. Ja, so eine Rotz, ey. Bei ETS wollen wir auch mal so. Will ich auch mal so eine Rolli. Eine Rennen machen. Ja. Mann, Quatsch. So, ich hab mir jetzt einfach mit Belohnung. Das kommt aber alles noch. So, was ist jetzt? Kommt jetzt eine neue Rennen oder? Letter. Ach, Ben sagt, das war KI gewesen. Das war nicht richtig Multiplayer. Wollte schon sagen, ey. Also war das nur KI. Wo bist du jetzt, Murdoch? Ich stehe oben am Ziel. Achso, warum hat er mich hier unten gemacht? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, da müssen wir bestimmt irgendwie noch ein bisschen üben, wie das hier alles noch geht. Aber jetzt, denke ich, werden wir hier erstmal Feier machen. Mann, dieses doofe Event, ey. Oder du bist der Sitzung beigetreten. Du warst doch die ganze Zeit bei mir hier in der Sitzung. Normalerweise, ja. Ja. Aber wir haben gesehen, wir können auf jeden Fall miteinander spielen. Es hat ja, funktioniert. Und ich denke mal, beim nächsten Mal sind vielleicht noch ein, zwei andere noch am Start. Könnte durchaus interessant sein. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Ja, Murdoch, dann bist du ja pünktlich dazugekommen, ne? kurz vor Feierabend hier. Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Man hört sich, man sieht sich vielleicht noch. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.